Herzlich willkommen zu Mathe Plus. In der Aufgabe 3 geht es um Zahlenfolgen und unsere Aufgabe ist es, diese um zwei weitere Zahlen jeweils vorzusetzen. Ich gehe dabei immer so vor, dass ich zunächst einmal schaue, ob die Zahlenfolge wächst, also werden die Zahlen größer, oder ob die Zahlenfolge fällt, das heißt, die Zahlen kleiner werden. In dieser Zahlenfolge ist es so, die Zahlen werden größer, sie wächst also. Dann im nächsten Schritt schaue ich, ob die Abstände zwischen zwei benachbarten Zahlen immer gleich groß bleiben oder ob sie sich ändern. Und wenn wir hier schauen, dann sehen wir, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Zahlen immer 7 beträgt. Also können wir schon die Regel formulieren, immer plus 7. Und dann können wir auch sehr schnell die erste fehlende Zahl ermitteln, nämlich 35 plus 7, das sind 42, und 42 plus 7 sind 49. Bei der Zahlenfolge im Aufgabenteil B werden die einzelnen Zahlen ebenfalls größer, das heißt, die Zahlenfolge wächst. Schauen wir uns mal auch noch die Abstände an. Von der ersten zur zweiten Zahl müssen wir plus 2 rechnen. Von der zweiten zur dritten plus 4, von der dritten zur vierten plus 8, schließlich plus 16. Fällt euch was auf? Plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Genau, als nächstes kommt plus 32. Das heißt, wir erhalten dann als nächste Zahl 31 plus 32, das sind 63. Und dann müssen wir 64 addieren und erhalten 127. Die Zahlenfolge im Aufgabenteil C, die verhält sich ganz sonderbar. Das heißt, zunächst einmal wird die Zahl kleiner, dann wird sie wieder größer, dann wieder kleiner, dann wieder größer. Wir sagen auch, dass diese Zahlenfolge alterniert. Gucken wir uns mal die Abstände an. Von der ersten zur zweiten Zahl müssen wir 10 subtrahieren, von der zweiten zur dritten 9 addieren und jetzt müssen wir wieder 10 subtrahieren, wieder 9 addieren. Alles klar, ne? Das heißt, wir müssen immer 10 subtrahieren, dann wieder 9 addieren und das im Wechsel. Insofern können wir auch jetzt ganz leicht die fehlenden Zahlen ermitteln. 98 minus 10, das ist 88 und 88 plus 9 ergibt 97. Die Zahlenfolge im Aufgabenteil D ist eine Zahlenfolge, die wächst, das heißt, die Zahlen werden größer. Der Abstand von der ersten zur zweiten Zahl beträgt 1, dann haben wir plus 2, plus 3. Jetzt könnte man schon denken, wir haben ein Muster, ja? Plus 1, plus 2, plus 3. Aber jetzt kommt der Bruch, plus 5. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt ziemlich ratlos. Was können wir hier machen? Es ist keine Regelmäßigkeit in den Abständen zu erkennen. Das heißt, wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen. Schauen wir mal weiter. Mit der 2 und mit der 3, hier können wir erstmal nichts weiter entdecken. Gucken wir uns mal oder schauen wir uns mal die 5 an. Die 5 könnte man auch als Summe von 2 und 3 bilden. Die 8 als Summe von 3 und 5. Die 13 als Summe von 5 und 8. Fällt euch was auf? 5 ist die Summe von 2 und 3. 8 ist die Summe von 5 und 3. 13 die Summe von 8 und 5. Regel erkannt? Prima. Das heißt also, wir können sagen, ab der dritten Zahl ist jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Das bedeutet, dass wenn wir diese Zahl berechnen wollen, dann ist sie die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen, also 8 plus 13 und 8 plus 13 ergibt 21. Und diese Zahl muss dann 13 plus 21 sein, also 34. Diese Zahlenfolge ist sehr, sehr berühmt. Ihr habt ja schon in der Übungsserie 1 die Zweierpotenzen kennengelernt und die Quadratzahlen. Und diese hier ist mindestens genauso berühmt. Das sind nämlich die sogenannten Fibonacci-Zahlen. Und eigentlich ist die Zahlenfolge so festgelegt, 1, 1, dann 2, 3, 5, 8.
Aber ihr seht, sie ist genau nach dem Muster aufgebaut, wie wir es eben erklärt haben. Ab der dritten Zahl ist jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Fibonacci-Zahlen erfahren wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, einfach mal bei YouTube nachschauen. Da gibt es ganz, ganz tolle Videos zu den Fibonacci-Zahlen und ihr werdet staunen. Und mehr will ich euch mal noch gar nicht verraten. Ihr könnt mir gern aber mal in die Bemerkung schreiben, was ihr noch alles über die Fibonacci-Zahlen herausgefunden habt. So, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.